Einmal bin ich medikamentös eingestellt. Das andere ist, dass ich eben sehr viel Sport treibe oder versuche, in meiner Freizeit regelmäßig Sport zu treiben. Ich bin im Fitnessstudio. Ich gehe abends sehr viel spazieren oder auch schwimmen im Sommer hier draußen im Badesee, Niederröder Badesee, beziehungsweise im Winter in der Schwimmhalle. Der Sport zeigt mir, was alles noch möglich ist. Ich mache zum Beispiel auch Yoga. Und gerade da sehe ich ganz oft von nicht betroffenen Mitmenschen, was die alles nicht können und was ich alles noch kann. Und das gibt mir eine unheimliche Genugtuung, was alles noch möglich ist. Der Sport ist mir sehr wichtig, weil einerseits macht es Spaß, dass man sich bewegen kann. Auf der anderen Seite habe ich eben die Befürchtung, dass meine Muskeln nachlassen bzw. weniger werden. Und um die Muskeln so einigermaßen zu erhalten, deswegen versuche ich so viel wie möglich, mich sportlich zu betätigen, aber auch, weil ich weiß, dass Nervenbahnen und das Gehirn entwickelt wird. Also durch diese gleichmäßige Bewegung hat es auch Auswirkungen andererseits auf das Gehirn. Das ist ja so eine Wechselwirkung und das versuche ich mir eben weitgehend zu erhalten.